Dörte, im Grunde genommen haben wir unseren Job schon gemacht, denn wenn Jung von Matt in der Headline steht, gibt es unglaublich viele Klicks, mehr als bei jeder anderen Agentur. Woher kommt dieses Rieseninteresse an der Agentur Jung von Matt? Jung von Matt gibt es schon lange. Ich kann es dir nicht erklären. Irgendwie scheint es immer noch faszinierend zu sein. Das ist jetzt ein bisschen tiefstapelnd. Aber kommen wir zum Thema Interessieren und Geschichten. Du erzählst ja Geschichten wie kaum ein anderer in Deutschland, hast ein tierisches Gespür dafür. Die Geschichten, die ihr erzählt für die BVG beispielsweise, haben einen enormen Erfolg. Woher kommt diese Antenne für Geschichten? Hast du es irgendwie beigebracht? Ist sie schon immer da gewesen? Hast du Kinderbücher verschlungen? Also ich glaube, in einem Kinderbuch hätte ich wahrscheinlich ohne uns für die BVG nicht gefunden. Das ist dann eher im Partyzelt, hat man sich das aufgesaugt. Nein, also ich glaube ganz fest daran, dass Marken Geschichten brauchen. Weil wir wissen ja alle, dass wenn du eine Kaufentscheidung triffst, triffst du die mit dem Herzen. Das heißt, damit im Herzen sich was tut, muss man eine Emotion auslösen und das kann man am besten mit Geschichten. Ich sage mal zu meinen Kunden, die Bibel ist ja eigentlich, hätte auch ein Regelwerk sein können. Wir glauben nur nicht, dass sie annähernd so erfolgreich gewesen wäre als diese wunderbare Geschichtensammlung, die wir alle kennen. Du brauchst ja aber auch ein gutes Team, das ebenso ein Gespür hat für Geschichten. Und da sind wir beim Thema Recruiting. Wie suchst du die Menschen aus, die für euch arbeiten? Und wie stellst du fest, ob die eben auch so eine Antenne haben für Geschichten? Ich glaube, man muss Menschen finden, die sehr, sehr ehrgeizig sind. Und zwar nicht Ehrgeiz im Sinne von Karriere, sondern Ehrgeiz im Sinne von Sachen zu erfinden, die noch keiner hatte. Die ihren Beruf lieben, die einfach unterhaltsam sein wollen, die mich überraschen. Und wenn da so ein bisschen man das Gespür hat, das stimmt das Talent, dann bilden wir die aus. Nicht jeder, der später unglaubliche Erfolge hat, auch gleich beim allerersten schon einen Treffer gelandet. Da muss man Geduld haben und wir machen das gemeinsam und peu à peu lernen die dazu und irgendwann sind es die tollen Leute, über die ich sehr glücklich bin, sie zu haben. Nun mal zu Jung von Matt nochmal und zu der Geschichte, wie du sie vielleicht erzählen würdest. Also Jean-Rémy geht in Rente, es gibt einen Partnerkreis, ihr seid dieses Jahr sehr, sehr erfolgreich, über viele Awards hinweg. Wie ist die Geschichte, die du erzählst, wenn du nach Jung von Matt gefragt wirst im Augenblick? Im Moment erzähle ich, die Geschichte ist noch nicht fertig. Die Geschichte ist noch, wir schreiben sie gerade. Und sobald wir wissen, wie das genau geht, dann werden wir sie euch erzählen.